schön, ja? Ja. Danke schön. In Beinerstadt im Landkreis Hildburghausen haben am 9. Oktober 2021 rund 80 Menschen an einem politischen Spaziergang gegen den geplanten Windpark teilgenommen. Die Bürgerinitiative Beinerstadt und Umgebung will vor allem einen größeren Mindestabstand zum Dorf erreichen. Nach jetzigem Plan sollen die 250 Meter hohen Windräder etwa 750 Meter von den Häusern entfernt errichtet werden. Die Bürgerinitiative fordert mindestens 1000 Meter. Voraussichtlich im März ist der geplante Windpark auf der Beinerstädter Höhe auch Thema im Petitionsausschuss des Thüringer Landtags. Also man sieht jetzt hier bei uns im Hintergrund, diese Richtung, das ist der eine Standort von den möglichen drei Windrädern, die gebaut werden sollen. Also geplant sind ja, wie gesagt, wer es noch nicht weiß, drei Windräder mit je 5,7 Megawatt Nennleistung und mit einer Gesamthöhe von 247 Meter. Die Nabenhöhe ist 164 Meter und der Rotordurchmesser, also die Flügel im ausgestreckten Falle, 163 Meter Durchmesser. Das sind quasi die größten Windräder, die an Land gebaut werden. Größere gibt es noch nicht. Es gibt auch in den Unterlagen, in den Gutachten noch nichts dazu. Es gibt weder eine Lärmschutzmessung, die von diesen Windrädern ausgeht, noch gar nichts. Und genau aus diesem Grund steht auch in den Gutachten drin, sag ich mal, dass ein Nachtbetrieb nie genehmigt werden könnte, weil zuerst erstmal Messwerte vorgelegt werden müssen, um quasi die Lärmgeschichten, Dezibel, sag ich mal, sind ja 45 Dezibel im Wohnmischgebiet, eingehalten werden müssen. So, die Betriebszeit von so einem Windrad beträgt 25 Jahre, was nach 25 Jahren ist, ist auch noch sehr ungewiss. Es gibt ja diese Thematik Repowering. Es gibt die Thematik, dass man es eventuell wegreißt, wer sie wegreißt, ob es der Grundstückeigentümer zum Schluss ist oder ob es derjenige ist, der sie mal aufgestellt hat. Glaube ich, das ist auch noch nicht ganz bewiesen, ob das immer so aufgeht, wie sich das die Politik vorstellt. Zum Thema Fundament möchte ich mal kurz was sagen, damit man mal eine Vorstellung kriegt. Ich sag mal, der ein oder andere war vielleicht damals in St. Bernhard und hat sich das mal angeschaut. Ne? Man muss sich das ja vorstellen, im Endeffekt wie so ein Sonnenschirmständer. Nur größer. Das Fundament ist 3,5 Meter tief und hat einen 25 Meter Durchmesser. Und verbaut werden 100 Tonnen Stahl und 666 Kubikmeter Beton. Und das sind nicht irgendwelche Zahlen, das sind die Zahlen für unsere Windräder. Also das ist jetzt nicht irgendwo hergenommen, wo man sagen könnte, ja, das hat man im Internet rausgelesen. Nee, das ist das, was bei uns in dem Antrag drin steht. Weil wir gerade auch schön hier oben stehen, mal zum Thema St. Bernhard. Ne? Man sieht es ja, ja, das sind ja vier Anlagen, die haben 3,45 Megawatt und eine 3,6 Megawatt, also sind drei gleiche und eine ist nochmal ein anderer Typ. Mal zum Vergleich, die haben eine Höhe von 137 Meter, Nabenhöhe, und 126 Meter im Durchmesser. Also wenn man mal auf der Gesamthöhe guckt, würden unsere Windräder nochmal 50 Meter höher werden, als die, die dort stehen. Und vom Flügel, da hier 126 Meter nur der Rohrdurchmesser ist und bei uns 163, ist das halt auch ein immenser Unterschied. Sag mal, was halt an Wucht dann ein Vor entsteht. Wenn man das jeden Abend im Blick hat, ist das echt bedrohlich. Ich sag mal, wir sind nicht generell, auch als BI, nicht generell gegen Windkraft. Ja, aber es muss halt alles in seinem gesetzlichen Rahmen bleiben. Und bei uns gilt halt in Südwest-Thüringen immer noch der Regionalplan von 2012. Ja, nächstes Jahr haben wir 2022. Das heißt, wir arbeiten immer noch nach Erkenntnissen, die schon 10 Jahre alt sind. Ich mache jetzt ungern jemanden einen Vorwurf, aber ich sag mal, 2012, als dieser Regionalplan entstanden ist, ja, hat glaube ich auch niemand daran gedacht, an ein 250 Meter hohes Windrad. So ehrlich muss man auch sein. Ne? Ich sag mal, die meisten, die ja hier aus der Region sind, sag ich mal, die kennen die Windräder, das Windrad von Versdorf zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch es ist, aber das ist ja im Endeffekt, das ist Spielzeug gegen solche Windräder. Und ich glaube auch in gewisser Maßen, dass man 2012, als man diesen Regionalplan beschlossen hat, bei uns in der Region auch die meisten an so einen Windrad gedacht haben. Und nicht an den Ausmaßen, die man jetzt bauen möchte. Wir brauchen eine Gesetzesgrundlage, wo klar geregelt ist, welcher Mindestabstand gilt.
Weil es kann nicht sein, dass der Regionalplan Südwest-Thüringen oder Regionalplanungsgesellschaft hingeht und sagt später mal, naja, wir haben nicht so viele Flächen zur Verfügung, wir müssen unter die 1000 Meter bleiben. Und in Nordthüringen sagt man, ach, wir haben genügend Flächen, wir machen 1400 Meter oder wir machen 1200 Meter. Weil die regionalen Planungsgesellschaften sind da alle offen. Kann jeder, darf sich an der Empfehlung halten oder kann sich nicht an die Empfehlung halten. Aber gesetzlich geregelt ist leider Gottes nichts. Die Windvorranggebiete sind im 2012er Regionalplan enthalten. Genau. Und man ist ja dabei, einen Entwurf für einen neuen zu machen. Wie sieht es da aus? Wären die da noch mit drin? Oder? Also in dem Entwurf, der 2018, glaube ich, mal ausgelegen hatte, sind wir nicht mehr enthalten als Windvorranggebiet. Gerade wegen dieser Windhäufigkeitsgeschichte, weil man halt festgestellt hat, dass die Windhäufigkeit gar nicht gegeben ist. In St. Bernhard sieht das ein bisschen anders da aus. Aber da werden wir nicht mehr enthalten. Und unsere Hoffnung war ja auch, zu sagen, gut, wenn der neue Regionalplan mal irgendwann in Kraft tritt, sind wir raus aus dem Thema. Sind wir leider nicht, weil altes Recht noch gilt. Ja. Man hat quasi das Thüringer Waldgesetz geändert, was ich auch richtig finde, sage ich mal, muss man sagen, dass keine Winde in den Thüringer Wald gebaut werden sollen. Aber in dem Zusammenhang ist es leider uns auf den Füßen gefallen, weil wir sind nicht im Wald. Aber dadurch wurde halt die regionale Planungsgesellschaft quasi nach hinten gesetzt und das heißt, neue Flächen suchen. Und genau da ist der Stand. Und wann es da eine neue Auslage gibt, das kann uns noch keiner sagen. Das Vorranggebiet befindet sich mitten auf dem Keltenerlebnisweg, also auf dem touristisch erschlossenen Weg, der uns A Geld gekostet hat, den herzurichten, einzurichten. Der geht ja von Gleichbergen bis weit rüber in die Rhön. Wir haben Westausrichtung der Windräder. Wir haben hier im Ort ca. 200 Tage Westwind. Das heißt, wir haben von dort auch die Beschallung, egal ob die jetzt 150 hoch sind oder 250 Meter hoch sind. Und wir haben den Schattenwurf. Und der wirkt sich extrem aus, weil eben die Windräder komplett rausgucken. Also die 250 Meter Schatten komplett auf den Ort. Und das hat man damals bei den Anhörungen, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Auslegung des Regionalplans 2012, einfach ignoriert. Man hat gesagt, das spielt keine so große Rolle und ist nicht berücksichtigt worden. Wenn wir einen Partner finden, der die Dinge ignorieren kann oder ausschließen kann und mit uns einen städtebaulichen Vertrag macht, damit es geordnet gebaut werden kann, dann gehen wir auch mit. Das hat 2017 die Firma Abowind getan. Mit denen hatten wir vereinbart, es wird eine Windmessung gemacht. Und die Windmessung hat ergeben, nach 6 Monaten, dass sie gesagt haben, allein aus finanziellen, politischen und sonstigen Windhäufigkeitsgründen ziehen wir uns zurück. Dort haben die Windmessungen nicht die Zahlen ergeben, sodass die gesagt haben, wir ziehen uns komplett zurück. Also sie haben mit uns auch keinen städtebaulichen Vertrag gemacht. Das wird uns heute ein bisschen vorgeworfen, weil die gesetzlichen Regelungen sich ja auch geändert haben in der Zeit 12 bis heute. In der Vergangenheit war es so, wenn ein Einspruch gemacht worden ist, dazu hatte das aufschiebende Wirkung. Das ist heute nicht mehr so. Das hat man geändert. Das heißt, auch wenn wir dagegen sind heute und gesetzlich das geregelt wurde, können die bauen. Dann haben wir die Dinger dastehen. Ob die dann betrieben werden dürfen, also wenn wir Recht kriegen würden und die dürften nicht betrieben werden, dann haben wir sie trotzdem da. Und das ist irgendwo nicht nachvollziehbar, sage ich jetzt. Das ist nicht so. Es sind ja Kommunalpolitiker da. Jeder weiß, was ein Bebauungsplan bei 34 Hektar, so groß ist das Vorranggebiet, was das kostet. Da sind wir als kleine Gemeinde einfach nicht dazu in der Lage. Deswegen haben wir gesagt, wenn mit den Windfirmen einen städtebaulichen Vertrag, die übernehmen die Kosten, die machen die Planung, wir sagen, wie es gemacht wird. Und so hätte es funktionieren können. Aber da waren wir bei 150 Metern Armhöhe. Jetzt sind wir irgendwo 144. JWD. Sie wissen vielleicht, dass Sie mit Ihrem Antrag nicht durchkommen. Aber mit dem Vorbescheid könnten Sie durchkommen. Und damit haben Sie altes Recht. Das heißt, wenn in 2 Jahren der Regionalplan kommt,
5 Jahre haben die Zeit zu bauen, 3 Jahre sowieso, 2 Jahre können sie verlängern lassen. Dann haben wir 2028 vielleicht die Dinger hier stehen, weil sie 2012 irgendwann mal im Regionalplan sind. Und das kann eigentlich nicht sein. Da muss ein Riegel vorgeschoben werden, das geht nicht. Ich meine, wir hatten versucht, alle Register zu ziehen. Ich denke, haben uns da auch alle vom Gemeinderat und Bürgermeister Mühe gegeben. Ne? Jeder hat sein Möglichstes getan. Aber ich sehe sowas kritisch, ne? Wenn man dann irgendwelche Genehmigungsverfahren noch kürzer macht. Weil unterm Strich, was bleibt denn übrig, wenn ich es kürzer mache? Ich kann ja weniger prüfen. Wenn ich weniger prüfen kann, habe ich automatisch mehr Schaden für die Bevölkerung und mehr Schaden auch für die Umwelt, weil ich es nicht mehr so gründlich geprüft werden kann. Und das den Ebenen quasi tun aus eurer Sicht, um euch da zu unterstützen? Weil letzten Endes Kreistag ist ja was anderes als Bundestag, als Landtag, ja, als Gemeinderat letzten Endes. Richtig. Das Unterstützende ist halt auf Landesebene zum Beispiel, dass man die Gesetzgebung mal in Schwung bringt. Dass man halt mal hingeht und sagt, man macht ein Abstandsgesetz ein, man bringt einen Mindestabstand. Ich sag mal, in Bayern hat man 10 h. Hä? Davon werden sie irgendwann auch wieder weggehen müssen, weil sie feststellen, dass sie keine Windräder mehr bauen. 10 h würde bei uns bedeuten 2,5 km Abstand. Da geht nichts mehr. Da baut man hier bei uns in der Region nicht ein Windrad hin. So viel Platz ist zwischen den Ortschaften nicht. Ja? Deswegen, vielleicht muss man auch nicht 10 h machen, aber man sollte halt eine vernünftige Grundlage finden. Dass man auf der einen Seite, sage ich mal, die Bevölkerung schützt und auf der anderen Seite auch die erneuerbare Energie voranbringt. Aber halt mit 750 Meter Abstand und mit Gesetzesvorlagen und Richtlinien, die dann irgendwo enden mit dem Satz oder in der Überschrift mit den letzten 3 Worten enden, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen, weiß ich nicht, ob das wirklich so zielführend ist. Das ist für mich eine Erholung, hierher zu gehen, weil ich habe psychisches Leiden. Ich brauche die Ruhe und wenn dann die Dinger noch stehen, diesen Ton, das macht komplett krank. Es geht nicht nur alleine mir so, es sind bestimmt viele im Ort, wo die Ruhe brauchen. Warum muss das unbedingt so nah an dem Ort sein? Das ist das, was ich nicht verstehe. Man muss es euch überlassen, ob ihr Windräder haben wollt oder nicht. Natürlich gibt es ein übergeordnetes Ziel. Jeder will heute die Umwelt retten, jeder will das Klima retten. Ist ja auch ganz gut so, ist auch ganz schön so. Die Frage ist nur, welchen Beitrag leisten denn wirklich die Windräder dazu? Und da möchte ich vielleicht mal mit ein paar Zahlen kommen. Die stimmen jetzt nicht auf die Kommastelle genau, aber im Großen und Ganzen ist das schon so. Deutschland hat einen insgesamten Energiebedarf, also das ist alles, das ist Strom, das ist Wärme, das ist Kraftstoff, von rund 2500 Terawattstunden. Das ist der Nettoenergieverbrauch, also das ist das, was an die Kunden verkauft wird. Dazu brauchen wir aber insgesamt 3600 Terawattstunden an Rohenergie, aus denen wir diese 2500 Terawattstunden machen. Der Stromanteil davon, der liegt in schlechten Jahren bei 550, in guten Jahren bei 610 Terawattstunden. Davon ungefähr sind 40% bis jetzt, bis 46% erneuerbare Energien. Und da fängt für mich eigentlich das Ganze an, unwirtschaftlich zu sein. Wir wollen uns energieautark machen. Und da liegt eigentlich der große Fehler drin. Wir werden das nie schaffen. Und wenn wir jede Ecke, die überhaupt möglich ist, mit einem Windrad zupflastern, dann kriegen wir vielleicht auch mal 500, vielleicht auch 800 Terawattstunden hin. Deswegen haben wir trotzdem noch einen Energieverbrauch von 2500 Terawattstunden. Das heißt, uns fehlen am Ende deutlich über 1000 Terawattstunden. Die können wir in Deutschland aus volatilen Energien, auch wenn wir Wasser und Bioenergie und Solar alles mit einbeziehen, die werden wir einfach nicht produzieren. Und dann müssen wir uns überlegen, wo holen wir das Ganze her? Wir wollen keine Kernenergie mehr, wir wollen keine Kohle mehr. Der Wind alleine wird es nicht bringen. Also sollte es doch manchmal auch wieder Klick gehen. Und wir müssen uns sagen, wir brauchen tatsächlich weiterhin Energieimporte. Das ist das Ding, an dem eigentlich kein Weg dran vorbeiführt. Wenn wir noch so viele und noch mehr Windkraftanlagen bauen, man rechnet so mit 300.000 Stück, die man bauen müsste, um den Energiebedarf, den Gesamtenergiebedarf zu decken, dann haben wir auch wieder das Problem, irgendwann wird es Nacht und irgendwann gibt es eine Dunkelflaute. Das heißt, dann bringen alle diese Windkraftanlagen auch wieder sehr wenig bis gar nichts. Das heißt, für jedes Windrad, was wir bauen,
müssen wir auch irgendwo wieder eine Redundanz aufbauen. Wir haben es ja gänzlich versäumt, in der Energiewende uns mit Speichern zu befassen. Wenn wir von Anfang, von vor 25 Jahren an gesagt hätten, wir bauen ein Windrad, aber der Windradbetreiber und der Bauer muss dafür sorgen, dass er auch 24 Stunden, also 24/7 liefern kann, dann wäre auch genauso viel wie in die Windenergie gesteckt worden, in die Speicherenergie gesteckt worden. Dann sähe das Ganze heute ganz anders aus. Haben wir aber nicht gemacht, haben wir schlicht und einfach vergessen, wussten wir eben nicht. Und deshalb sind wir heute an dem Stand, wo wir sind. Manchmal frage ich mich, warum baut man so ein Windrad nicht auf den Erfurter Anger? Weil dann würden mehr Leute wissen, was das Ganze eigentlich für den Einzelnen bedeutet. Natürlich ist das utopisch, weiß ich, will niemand haben. Aber wir sind doch generell auf dem Trip, dass wir sagen, vorhin sprach, wurde es auch schon mal ausgesprochen, dass wir Stadt gegen Land ausspielen. Ich bin die Hälfte meiner Zeit, die Hälfte des Jahres in Berlin. Wäre ich in Berlin zu Hause, hätte ich kein Auto in Berlin. Das brauche ich ehrlich nicht. Berlin funktioniert ganz gut innerstädtisch auch ohne Auto. Wenn wir jetzt noch mehr Windräder dazu bauen, muss sich auch einer Gedanken machen, wenn sie denn wirklich mal laufen, dann will man ja auch den Strom loswerden. Da haben wir überhaupt nicht das Netz dazu. Auch mit Südlink, wo ich auch ein Gegner bin, werden wir dieses Netz niemals haben. Also müssen wir uns doch Gedanken machen, was mache ich mit dem vielen Strom, der anfällt. Und da müssen wir technisch ansetzen, dort geeignete Lösungen zu finden. Das gibt es heute ohne weiteres. Power to Gas ist eine davon. Es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten, mit denen wir uns befassen müssen. Ich persönlich bin Gegner davon, dass gerade Menschen auf dem Land ihre Lebensqualität dadurch mindern, dass wir versuchen, die Welt zu retten, was so nicht funktionieren wird. Ich muss mich zuerst outen. Ich bin generell gegen Windkraftanlagen, egal wo sie stehen. Ich halte die Energiewende für gescheitert, wenn man überlegt, dass es keine Speicher gibt. Windkraftanlagen trotzdem gebaut werden, dann überlegt man, wie transportiert man sie vom Norden in den Süden. Soll eine riesige Stromtrasse entstehen? Der ländliche Raum wird benachteiligt. Als Biologin blutet mir das Herz über die vielen Vögel, Fledermäuse und Insekten, die durch die Anlagen geschreddert werden. Also ich halte diese Energiewende für gescheitert. Wir haben deswegen im Landtag ein sogenanntes Moratorium als Antrag gestellt. Und zwar schon Ende 2019. Das heißt erstmal generell ein Stopp von Bau von Windkraftanlagen. Dieser Antrag ist derzeit noch im Ausschuss.